Satisfactory. Satisfactory. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, ich habe die ersten beiden Folgen relativ dicht beieinander aufgenommen. Und ja, muss mich jetzt tatsächlich erstmal orientieren. Ich glaube, wir waren gerade dabei, hier irgendwie an der El Coldo vorbeizukommen. Und meine Motivation dafür ist tatsächlich sehr begrenzt. Ich mache jetzt mal hier Funzel an. Denn wir haben ganz schön viel coolen Stuff dabei, wie es mir immer gerade aufgefallen ist. Wir haben hier schon so einen komischen Motor, wir haben eine Mercer-Sphäre und ja, nicht fertiggestellt. Dieses Objekt zu analysieren bringt ihnen nichts. Okay, aber wird ja irgendwann mal kommen. Und von daher würde ich eigentlich ungern mich mit dem anlegen, sondern einfach mal darauf warten, dass wir irgendwann neue Waffen freischalten und gegebenenfalls einfach die mitnehmen. Das heißt, wir schleppen jetzt einfach mal den Biotreibstoff, den neu gefundenen, nach Hause. Und scheißen gepflegt auf unsere kleine Erkundungstour. Und bauen einfach weiter aus. Alter, du fliegst ja mal tief. Ich glaube, so nah habe ich die noch nie gesehen. Krass. Kommst du hier rüber? Wie gern ich jetzt einfach mal zoomen würde, ne? Vor allem mit diesem pinken Hintergrund, wie geil ist das denn? Oh ja. Oh ja. Ich glaube, so detailliert werde ich ihn so schnell nicht wiedersehen. Bisschen gucken, wo wir hinrennen. Da ist er. Ich finde den ja schon cool. So, laufen wir in die richtige Richtung? Ja, das ist ja schon mal was wert. So, es wird wieder Nacht. Wir nehmen nochmal ein paar Büsche mit. Und ja, was machen wir heute? Ich weiß es tatsächlich selber noch gar nicht so genau. Ich glaube, wir werden vielleicht mal mit Kupfer anfangen. Obwohl, nee, wir wollten ja hier Eisen weitermachen. Hier die zweite Eisenlinie nebensetzen. Damit wir auch die blöden Nanoröhrchen, oder wie sie heißen. Wie heißen sie? Eisenstangen, damit wir die auch... Klick, 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 klick. Das machen wir auch gleich mal ein paar fertig, weil die kriegen wir jetzt erstmal nicht mehr. Damit wir die auch ordentlich auf Halde haben. So, dafür brauchen wir erstmal ordentlich. Och, da haben wir ja Massen. Ist ja herrlich. Würde ich sagen, legen wir mal ordentlich los hier. Zack. Unser bisschen Rumkablimseln hat schon gereicht, um hier gut vorwärts zu kommen. So. Und so. So, dann brauchen wir nämlich nur noch hier einmal den kleinen wegnehmen. Zack. Ich kann den meiner aber gerade nicht nehmen, weil ich voll bin. So eine Scheiße. Bringen wir den Scheiß einmal in die Hütte hier hinten. Bauen bei der Gelegenheit gleich mal hier ein bisschen weiter aus. So. Zack. Und dann gucken wir mal. Können wir hier was reinlegen? Okay, die Blütenblätter ist abgeschlossen. Bitte wieder eine neue Probe. Ja, mach ich doch glatt. Habe ich eine Schnecke hier? Ja, ich hab... Analysieren. Okay. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance. The derived blueprint is now accessible. Romantische Dates und die Herstellung von Farbpatronen. Okay. Jetzt können wir anscheinend Farbpatronen irgendwie herstellen. Müssen wir doch wirklich mal gucken nachher. So, aber wir wollten die Mine bauen. Genau, das hatten wir. Eine Festplatte hatte ich auch noch gefunden. Die muss ich auch noch analysieren. Mal sehen, was wir da rauskriegen. So, jetzt haben wir mal genug Platz geschaffen. Jetzt müssten wir hier den aufheben können. Na komm. Und tatsächlich den Miner bauen können. Wir haben alles da. Das ist ja herrlich. Wir gehen mal nach hier oben. Na komm. Komm schon. Ist da jetzt nicht wahr. So. Also, hier wollen wir die Produktionsstrecke lang bauen. Also, kommt hier auch der Miner hin.
So, dann brauchen wir erstmal so ein Fließbandteil hier. Zack. Das kann gleich auf der Höhe bleiben. Und dann können wir eigentlich schon anfangen hier. Komm her, Mignon. Zack. Oh ne. Oh ne. Wie sieht das denn aus? Vergiss es. Da mach ich ja nicht mit. Machen wir anders. So. Und. Nee, das ist auch scheiße. Und so. Und ich glaube, da setzen wir gleich noch einen runter. Der Optik halber. Und dann sollten wir das Fließband ja ohne Probleme ranbauen können. Wenn es nicht zu steil ist jetzt. Das wäre natürlich ends assi. Dann müssen wir uns irgendwie was überlegen. Das dürfte zu steil sein. Ich wette drauf. Ja. Förderband zu steil. Dann machen wir das anders. Ach, scheiße. So wollte ich es nicht. So, da müssen wir rauskommen. So, wir gucken mal. Machen wir hier eins. So, 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 so. Ach, scheiße. Gucken wir mal, ob wir hier schon hochkommen. Dann machen wir nämlich einfach so und so. Dann bauen wir hier noch eins hin. Wir sind ja hier nicht auf den Kopf gefallen, ne? Zack. Das dahin. Und dann sind wir doch schon fast auf der richtigen Höhe. So, hier noch eins. Du gehst hier rüber. Ach komm. Nicht genug Freiraum, echt nicht. Ist doch nicht wahr. Gut, Stückchen weiter weg. So. Passt doch. Jetzt gucken wir mal. Kommen wir da rüber? Nee. Also. Bauen wir hier nochmal ein Förderband hin. Und können wir gleich auf die Höhe gehen. Zu teuer. Ach, jetzt fehlen mir Eisenplatten. Ich brech ab, ey. Nur um hier die zweite Eisenstrecke zu kreieren, verballer ich so viele Ressourcen. Unnötig viele Ressourcen. Scheiße, ey. So, wir haben mal genug da. Mehr als genug. Meine Fresse, haben wir viele. Da hat sich gut was angesammelt. Darüber freuen wir uns einfach erstmal. So. Zack, 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 zack. Das ist tatsächlich fast eine Höhe. Wie gut ist das? So, dann Organisation. Hier ein Lagercontainer hin. So. Nach Möglichkeit mittig. Passt das? Ja, das passt. Sehr schön. Dann müssen wir gleich nochmal für Strom sorgen. Da gehen wir einfach ganz stumpf hier ran, würde ich sagen. Ja, das passt. Dann kann der schon mal für Eisen sorgen. Und wir machen hier einfach direkt weiter mit einer Schmelze. Wir schwimmen ja quasi gerade. So, das sitzt. Das sitzt auch. Ist das die Mitte? Ja. Zack. Geht direkt weiter dahin. Gleich nochmal ein Container. Da sitzt, das geht. Das ist echt geiler Komfort. Also diese Ausrichtungslinie, ich glaube, die gab es beim letzten Mal, als ich gespielt habe, tatsächlich noch nicht. Aber die machen das Ganze ja wesentlich angenehmer. Ja, ich entschuldige mich für das Rumgehuste. Aber Corona hat mich, wie gesagt, hart im Griff. Es wird irgendwie nicht besser. Oh, ich brauche mehr Kabel. Gut, dass wir hier alles vorbereitet haben. Das ist der Shit, ey. Zack.
brauchen wir gleich nochmal ein paar mehr, denn wir müssen sowieso gleich alles mit Strom versorgen. Zack, das hätten wir. Und Konstruktor. Zack, ausgerichtet. Es ist echt geil. Gefällt mir. So. Du kriegst Strom. Du machst bitte Eisenbahnen. Sehr schön. Und du machst bitte Eisenstangen. Das sollte dann gleich... Ach, du hast noch keinen Strom. Ja, sollst du auch kriegen. Zack. Und dann bauen wir hier einfach stumpf unsere Plattform wieder hoch. Fundamente... Ne, ach Quatsch. Wir brauchen noch schräge Rampe. So. Und so. Und dann werden wir wohl eine Ruhe brauchen, ja. Zack. Zack. Dann können wir einfach die nehmen. Na, hier reicht es leider nicht. In der Mitte ist es mir relativ wurscht. Da sieht man es eh gleich nicht mehr. Zack, zack, steht. So, kommt hier oben noch ein Container hin. Und dann steht das tatsächlich auch. Ist ja der Shit. Aber so rum bitte. So, da passt's. Da passt's auch. Und feuerfrei. Moment. Hier gehört der hin. Oh, das ist so gut, ey. Leck mich fett. Dadurch geht der ganze Scheiß so schnell. Zack, fertig. Haben wir Eisenrohre. Und zwar so viel wir wollen. So. Jetzt müssen wir hier irgendwie noch Kupfer anbinden, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, bauen wir das hier oben drauf eigentlich ungern. Also ich möchte es eigentlich nicht so direkt vermischen. Das wird mich, glaube ich, massiv stören. Denn wir haben hier jetzt schön unseren Concrete zusammen. Oh, ist das schön viel. Geil. Also ein... Weiß ich, was wir jetzt machen. Wir füllen hier erstmal diesen dreckigen Laden zwischen aus. Ne, wir machen uns das Grün zu eigen. Zack, 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 zack. Und wir da erhalten uns hier einfach so ein paar Blumen. So aus Nostalgiegründen, würde ich sagen. Zack. So. Haben wir eine schöne große Freifläche. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfange. Auf jeden Fall behalte ich Blumen. Nur für die Optik. So. Das ist doch mal so ein Betriebs... Ein schöner Komplex. So ist doch geil. Was ist hier los? Ach ne, der läuft. Gut. So, wir kriegen Eisenplatten. Wir kriegen Eisenrohre. Was können wir denn noch weiter automatisieren? Was kannst du denn alles herstellen? Wir könnten Schrauben noch machen. Ja, gut. Ist jetzt nicht das Ding. Beton haben wir. Die drei Sachen haben wir. Eigentlich fehlt nur noch Draht, oder? Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt als nächstes machen. Wie lange brauchen eigentlich Eisenplatten? Meine Fresse. Die Sache ist, wohin? Ziehen wir es hier weiter? Und eigentlich müsste hier schon wieder bergauf gehen. Scheiße. Das ist ja Mist. Kriegen wir das hier hin? Nicht genug Freiraum. Ach, scheiße. Das heißt, ich müsste die beiden Container nochmal ein Stückchen nach hinten versetzen. Weil ich will hier kein Grasen haben. Das ist ja mal entsetzend. Hier ist gerade der ganze Scheiß drin. Ja, Mist. Und hier hält sich das noch in Grenzen. Das heißt, wir machen hier erstmal... Zack. Weg damit. Wir fangen mal mit ihm hier an. Und bauen erstmal hier einen neuen Lagercontainer. Auch relativ dicht dran einfach.
mal, wir legen den einfach genau hier mittig auf die beiden Platten. Dann müsste das hier immer noch gehen. Ja, sehr schön. So, dann holen wir hier den ganzen Scheiß raus. Das können wir fast alles weg. Packen das einmal hier rüber. So. Und dann können wir den hier nämlich auch versetzen. Tada! Wir werden noch ein bisschen davon brauchen. Und ein bisschen davon. Und dann reiß ein die Hülle. So. Dann Container. Passt. Und passt. Sauber. So. Hier gehören nur Eisenplatten rein. Ja, von mir aus auch die verstärkten. Das passt irgendwie ja ganz gut. Ein paar hätte ich gerne dabei. Und Rohre nehmen wir mit. Oh. Okay. Was ist los? Kein Strom. Warum ist kein Strom? Na gut, ich habe ordentlich was zugezimmert. Der Stromverbrauch dürfte etwas in die Höhe geschossen sein. Ich glaube, wir werden noch mal ein paar von diesen Biomassebrennern bauen. Wir haben hier noch Biomasse drin. Biomasse. Und Blätter haben wir auch noch ordentlich. So, dann können wir erstmal den Scheiß, den wir gerade nicht brauchen, loswerden. Kupfer behalten wir da. So. Komm mal her hier. Wie? Hä? Bin ich doof? So. Wollte doch meinen. Machen wir nochmal ein bisschen Biomasse fertig. Ja, mit Blättern gewinnt man irgendwann keinen Blumentopf mehr, ne? Wird Zeit, dass wir hier ein bisschen aufrüsten. Zack. Und ab zu den Brennern. Ups, falsche Seite. So, was ist los? Du hast nichts mehr. Ja, hab ich mir fast gedacht. Was ist mit dem? Der hat auch nichts mehr. Scheiße, nur eins. So, die laufen. Und ich glaube, ich muss dann tatsächlich erstmal... Der dritte ist auch leer. Alter. Ach, jetzt kann ich mir hier einen aussuchen. Das ist ja geil. Biobrennstoff. Die energieeffizientere Form von Biomasse. Logistik für der Bander. Für der Lift ist ja geil. Hätte ich mir den ganzen Scheiß davon sparen können. Persönliche Aufbewahrungsbox. Sehr gut. Treppen. Und Wand für Förderbänder. Dreimal. Fundament. Okay, noch dünnere. Okay. Und noch eine dünnere Rampe. Beobachtungsturm. Den will ich, glaube ich, haben. Was haben wir hier in Stufe 2? Manufaktur. Okay, erzeugt aus zwei Teilen ein anderes Teil. Ein Rotor. Modularer Rahmen. Inventory Slots, Kettensäge wäre natürlich auch sehr geil. Sprungflächen brauche ich nicht, Gehwege auch nicht, Farbpistole auch nicht. Eine Manufaktur brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber hier Biobrennstoff und Beobachtungsturm sind eigentlich ziemlich geil. So. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt erstmal Energie. Zack, nochmal Biomasse. Da ist der Brenner. Und dann ziehen wir da nochmal ein paar Brenner nach. So. 44 Megawatt verhämmern wir mittlerweile. Kritische Energie, Biomassebrenner. Oh, fehlen Kabel. Machen wir doch mal fix Kabel. Da müssen wir hin. Zack, 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 zack. Die gehen zum Glück echt schnell. Und dann automatisieren wir den Scheiß erstmal. Und zwar bis zum bis zum Draht hoch gleich. So, mach fertig den Scheiß.
Dann haben wir dafür tatsächlich auch keinen Sprit mehr. Das ist ja endsasig. So. Zack. Pflücken wir nochmal ein paar Blätter. Jo. Machen wir hier keinen Krach. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen irgendwas Effizienteres auf jeden Fall. Mit dem Scheiß ist doch kein Blumentopf zu gewinnen, ne? So, 100, 119. Ich glaube, die Kettensäge könnte ganz cool sein. Dann können wir nämlich die Bäume hier fällen. Und das dürfte unsere Holzvorräte auf jeden Fall massiv aufstocken. So, da haben wir keine 200 zusammenbekommen. Das ist doof. So, jetzt passt's. Zack. Erstmal kommst du an die Leitung ran. Da ist voll. Da noch nicht. So. Achso, ja. Ich muss sie erst umwandeln. Dum, da, da. Einmal Treibstoff bitte. Dank, 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 dank. Nur 126. Das ist nicht die Welt. Aber gut. Das reicht hoffentlich, um dann gleich erstmal unser Kupfer hier an den Start zu bringen. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich das hier hinbauen will. Ich glaube, ich werde hier so eine ründliche Produktionsstraße draus machen. Moment mal. Wenn wir mal so, so. Dass ich das irgendwie hier noch nebenkriege. Da kriege ich es nicht hin. Einen dazwischen frei, dann wäre das hier. So und so. Steile Trasse hoch. Zack. Und ist hier los? So. Die dicke Rampe. So. Und dann erstmal so. Dummerweise wollten wir hier jetzt erstmal die Rampen bauen. So, die Frage ist, reicht das hier? Warum willst du das nicht? Nicht genügend Freiraum. Willst du mich verarschen oder was? So, ist das hoch genug? Oder brauche ich gleich eine Ruhe? Ja, ich befürchte. Ja, wir brauchen gleich eine Ruhe. Dies macht sonst keinen Sinn. So, machen wir gleich die hier. Dann ist tatsächlich mal unser Beton alle. Dabei haben wir so großzügig gebaut hier. So. Dann holen wir einfach nach. Wir haben ja hier Vorräte über Vorräte. Nochmal 100 noch was. Und nochmal ordentlich was. Da kam gut was zusammen. Also allein dafür hat sich unser Ausflug halt gelohnt. Wir haben gut Ressourcen aufgebaut. So. Jetzt würde ich vorschlagen, wir setzen hier den Konstruktor hin. Ach ne, die Schmelze. Und fädeln uns dann hier so rum. Wir gucken mal gerade. Schmelzofen. Gut, mit irgendwas ist er parallel. Das ist ja schön. Jetzt nicht mehr, jetzt wieder. Ach, mit dem Container wahrscheinlich. So, dann können wir nämlich hier. Gib mal alles her. Den Miner drauf bauen. Der. Oh, den können wir aber nicht sehr präzise ausrichten. Na gut, aber das reicht uns. Dann können wir direkt mit dem Förderband hier rangehen. Zack, da machen wir uns gar keine dicke Platte. Dann brauchen wir aber erstmal Strom. Den holen wir uns am besten von da. Kann da noch was ran? Da könnte sogar noch was ran. Aber wir brauchen hier eh eine Stromtrasse lang. Von daher würde ich sagen,
Wir setzen den dahin. Lassen da den einen Luft. Ach ne, können wir da nicht weiter hoch. Scheiße. Strom kann hier echt manchmal ein bisschen verflixt sein. So, so. 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 Du gibst dem Strom. Der braucht ja auch noch Strom. Fick die Henne, ey. Boah, das Förderband läuft schon. Okay. Dann müssen wir doch von hier jetzt erstmal. Wo war denn der jetzt? Da. Der ist auch voll. Kannst du? Du kannst. Sehr schön. So. Der produziert. Du schmilzt bitte Kupfer ein. Kriegst auch gleich das erste. So, und dann müssen wir tatsächlich gucken. So, hier ein bisschen auf die Ecke. Kommt das hin? Ja. So. Dann so. Und dann so. Gucken wir mal, wie das aussieht. Kurve. Gerade. Kurve. Ne, das finde ich doof. Wie mache ich denn das? So auf jeden Fall nicht. So, hier hatte ich, glaube ich, kriegen wir dann die gleiche Kurve hin? Ja, damit kann ich auf jeden Fall leben. So, dann so. So. Na komm. So. Und so. Wow. Also, ist ja wie gewollt. Sagenhaft. So, dazu gibt es ein Fundament. Hey. Ach komm, wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt gelandet? Gut. Ist irgendwo im Nichts. So, hier steht natürlich jetzt erstmal alles. Ich weiß nicht, wo er immer... Ach da, gut. So, so. Okay. Und jetzt erstmal wie immer ein Container. Organisation, Container. Und ich glaube, ich finde das mit diesem mittig auf die Dinger irgendwie angenehmer. Also optisch einfach. Dieses lange gefällt mir nicht. Was ist denn hier los? Ist da ein Knick? Nee, wollte gerade sagen. So, und jetzt kommt hier gleich ein Konstruktor ran. Wisst ihr was? Ich lasse den tatsächlich weg. Ich arbeite hier jetzt gleich mit dem Konstruktor. Es wird mir sonst zu lang und zieht sich zu weit nach hinten raus. Und das möchte ich einfach nicht. Was fehlt? Verstärkte Eisenplatten. Die haben wir doch hier irgendwo rumliegen. War das hier? Nee. Doch. So. Ja, das geht nicht. Da ist er aligned. Sehr schön. Zack, zack. Dazu gibt es Strom. Erstmal Masten natürlich. Zack. So, 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 so. Und du produzierst mir dann bitte Draht. Immer gib ihm. Und hier werden wir, glaube ich, den noch brauchen. Reicht da mittlerweile ein kleines? Ja, herrlich. Und dann gibt es auch hier einen Lagercontainer. Ein frei dazwischen für irgendwelche Förderbände, die ich mal irgendwann anschließen werde. Fließband dran. Und dann haben wir auch Draht automatisiert. Ne, das ist ja irre. Das läuft hier ratzfatz. Geiler Scheiß.
Halbe Stunde und gefühlt habe ich schon wieder alles umgeworfen, was ich vorher gemacht habe. Irre cool. So. Jetzt haben wir hier also grundlegende Produktionshallen fertig. Ich würde sagen, kann ich schon Wände bauen? Ja, aber nur stinknormale. Da brauchen wir dann erst das Upgrade. Okay. Wir holen uns mal von allem ordentlich was rein. Und dann gucken wir mal, ob wir ein Upgrade schon fertig kriegen. Das wäre ja Bombe. Und versuchen das mal alles langsam hier umzulagern. Ist ja kein Zustand hier. Das kommt mal alles in unsere Lagertruhe. Ach, ein Fünkchen Natur. Herrlich. Dass das hier übersteht, da brauchen wir eine Kettensäge. Hilft alles nichts, da muss die Kettensäge her. Das geht also nicht weiter. So, was haben wir denn jetzt hier? Die können wir doch bestimmt schon reinfeuern. Eisenplatten haben wir doch auch mehr als genug. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Kupfer. Bist du hier nicht auch langsam mal fertig? Ja, sauber. Dann holen wir jetzt eine Festplatte. Da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Das habe ich noch nie gemacht. Die Analyse von grüner Elektroschnecke ist abgeschlossen. Bitte wählen Sie eine Probe aus der Liste aus, um eine neue Analyse zu beginnen. Dann mache ich doch glatt. The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that functions with current fixed technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. Ja, das ist cool. Wir können jetzt Elektroschnecken bauen. Super gut. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen Biotreibstoff herstellen. Und das werden wir auch schleunigst einmal machen. Und unsere Generatoren wieder auffüllen. Die haben wir ja nur so halb bestückt. Zack. Komm her. Mach mal voll. Mach mal voll. Und du auch. So. Ihr lauft wieder eine Weile. Hui. Was haben wir hier? Eisenerz. Wieso habe ich noch Eisenerz? Moment, das schmeiße ich gleich mal irgendwo rein. Die behalten wir. Kupfer behalten wir auch. Das brauchen wir jetzt nicht. Das behalten wir da. Das brauchen wir nicht. Auch nicht. Was ist das? Holz. Ja, Holz brauchen wir jetzt auch nicht. Beton behalten wir. Biomasse-Scheiß behalten wir auch. Und jetzt machen wir erstmal ordentlich Kupfer. Dick, 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 dick. Denn wir brauchen ja irgendwie 500 Draht. Leck mich fett. Also irgendwie kommt mir das jetzt nur umso verschwendeter an, was ich hier gerade tue. Weil ich jetzt einfach schon Draht produziere. Ist ja eigentlich total sinnfrei. Dick, 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 dick. Aber gut, nur haben wir es noch auf der Hand. Jetzt können wir es auch verdaddeln. Und dann haben wir einfach die Hälfte der Kabel, die wir brauchen, schon zusammen. Ist doch herrlich. Ja, des Drahtes, Entschuldigung, nicht der Kabel. Und dann bauen wir unsere Kettensäge. Das wird super. Da hab ich voll Bock drauf. Erstmal schön hier die Vegetation einkürzen. Zack. Und ordentlich Draht. Es ist schön, dass das nur ein Tick ist. Dadurch geht das wesentlich schneller. Dann haben wir schon mal mehr als die Hälfte von dem, was wir brauchen, zusammen. Und den Rest dürften wir schon fast in unserer Fabrik hinten drin haben. So, und dann weiß ich tatsächlich noch nicht, was ich weiter automatisieren möchte. Ich glaube, ich werde einfach neue Rohstoffvorkommen erschließen. Nur weil hier ist noch eine Menge Platz. Da kommen noch ein paar Förderbänder daneben, würde ich sagen. Im Zweifelsfall stelle ich hier auch nochmal um. Das doppelt Eisenplatten und doppelt Eisenstangen produziert werden. Da sage ich doch, zack, perfekt. 200 Draht schon fertig. Alter, das sieht aus hier, ne? Was ist das für eine irre Verkabelung? Warum habe ich denn hier keinen Strang lang gezogen? Wäre am Ende viel sinnvoller. Und das hier geht mir erstmal auf den Sack. Meine Fresse. So, hier kommt jetzt ein Weg runter. Hier kommt ein Weg runter. Passt das? Ja, das passt. Sehr schön. Gut, und hier dann eben nicht. Da kommt irgendwann eine Wand hin. So.
Dass ich hier jedes Mal irgendwie hüpfen muss, ist doch affig. Muss doch nicht sein. Wer weiß, wofür ich den Weg nachher noch brauche. Zack, zack. So, graue Grau. Das sind jetzt die Kleinigkeiten, die einen nerven, ne? Dass das nicht geht. Da muss es doch irgendwie auch noch eine Alternative geben. Kann ich hier nicht jetzt weiterbauen? Ja. Schön. Schön, schön. Aber wir graden jetzt erstmal ab hier. Zack. Und renn damit. Und starten. Alles. Komm, Baby. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Okay. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. Jo. Und tschüss. Additionally, you can now build the space elevator, which is integral to your contribution to project. Montageprojekt ist. Ich weiß keine Ahnung, habe keine Ahnung, was ich mit dem Ding machen soll. Pod launched. Ach so. Ah, der fliegt jetzt erst eine Weile. Und derzeit kann ich gar nichts machen. Das ist ja doof. Also doch, ich kann den nächsten gleich auswählen. Ah, ich kann... Nee. Hä? Wieso habe ich denn überall hier schon Sachen drin? Und ist das das, was ich im Inventar habe? Das kann natürlich auch sein. So, das würde ich eigentlich als nächstes haben wollen. Dann kann ich nämlich da hinten die Montagebänder zusammenlegen. So, aber jetzt gucken wir erstmal, was wir für den Biobrennstoff brauchen. Den machen wir aus. Biomasse, wer hätte das gedacht? Zack. Machen wir mal Biomasse. Okay. Da wird sich vielleicht doch eine Produktionsreihe noch lohnen. Dass wir den herstellen. Obwohl, das ist irgendwie auch affig. Das macht irgendwie keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Überhaupt nicht. So, wir gucken mal, dass wir gleich das nächste Upgrade machen können. Was haben wir denn da? Förderbänder, Productivity Display, okay. With this upgrade you can see the effectiveness. Efficiency, Entschuldigung, of each building. Okay. Ich glaube, das finde ich gut. Das wähle ich mal aus. Aber jetzt muss ich hier tatsächlich die Minute warten. Was brauche ich denn dafür? Eisenstangen. Eisenplatten habe ich eh schon voll. Und Kupfer. Kupfer haben wir in Massen. Da weiß ich gar nicht, was ich damit soll. Kann ich jetzt nicht die Kettensäge bauen? War da nicht irgendwie was? Wir müssen gleich mal gucken. Weil dann will ich die nämlich haben. Boah, das Ding hämmert ja raus. Meine Fresse. Zack, schon mal 300 noch was. Braucht aber noch ein bisschen. Wir gucken mal, ob wir die Kettensäge schon kriegen. Dafür bauen wir mal einmal. Bauen wir einfach. Welt. Nee, den nicht. Stromleitung, Rüstwerkstatt. Ah. Das ist schön. So, ich glaube, unsere Werkstatt bauen wir hier. Idyllisch. Zack. Ja, finde ich gut. So, Sinoseppe. Signalisator. Was ist das denn? Gucken wir mal, wie ich haben. Zum Markieren von interessanten... okay. Brauche ich nicht. Hab ich. Noch keine Kettensäge. Ich will aber eine Kettensäge. Die will ich eigentlich auch viel dringender haben. Als irgendwas anderes. Wo kriege ich die denn? Sag mal, hey. Das brauche ich gar nicht so dringend. Das wäre schon ganz cool. Overclock Buildings. Okay. Energiefragment. Schleim der Elektroschnecken zeigen. Dann kann ich die bauen. Aber da ist er, die Kettensäge. Das können wir uns auch fast leisten. Nur noch ein paar Kabel. Die haben wir recht schnell gemacht.
Und Eisenstangen dürften wir genug haben. Wenn auch nicht hier. Oh, verstärkte Eisenplatten. Okay. Gut, Kabel und verstärkte Eisenplatten. Das kriegen wir da hin. Das kriegen wir doch flott hin. 50 Kabel, die haben wir schnell gemacht. Und ich glaube, verstärkte Eisenplatten haben wir hier sogar noch rumliegen. Oh, hier ist noch Unmengen Draht. Alter. Die hätte ich auch ganz gern. Was ist das? Eisenerz. Warum nicht hier Eisenerz? Kalkstein. Die nehmen wir mal alles mit hier. Die hätte ich gern da. Und die hätte ich gern da. Danke. Ne, komm, gib her. Hab ich dann auch fast genug schon. Aber ich brauche Kabel. Und hier sind auch keine versteckten Eisenstangen drin. Eisenplatten. Ich habe doch so viele gefunden. Hier, 33. Warum konnte ich denn die nicht rüberlegen? Ich war ein bisschen dumm. Oha. Ich glaube, die Schnecke könnte hier mal rein. Hätten wir noch mehr Kabel. Aber ich glaube, wir haben das jetzt bald im Überfluss hier. Wir wollen mal nicht übertreiben, ne? So, dann machen wir uns Kabelchen. Zack. Gut. Schnell gemacht. Wie viel brauchen wir? 50. Mache ich noch einen Strang mit Kabel? Automatisiert? Niemand weiß es. Weil ich will nicht allen Draht in Kabel umwandeln. Das ist irgendwie auch doof. So, haben wir genug. Gucken, wie weit unsere Eisenstangen sind. Zack. Das zieht sich jetzt. Das ist doch scheiße. Obwohl, wir haben doch schon genug. Der Blödkopf manchmal, ey. Irgendwas zum Schießen wäre halt auch geil, ne? Sinosepper 1 von 2 sehe ich da unten links gerade. Was soll mir das denn sagen? Hm. Aber wir werden erstmal ein bisschen hier futtern. So. Dann. Quatsch. So. Legen wir den wieder an. Dann schmeißen wir hier den Kram rein. Und versteckte Eisenplatten. Und unsere Röhrchen. Und wuhu! Gucken! Milestone reached. Ich weiß gar nicht, ob das Ding sich jetzt noch verändert. Ja! Jetzt können wir endlich das Grünzeug wegnehmen. Also zumindest gleich. Ich stelle mal noch ein paar Schrauben her. Haben wir nicht mehr viele von? Denn ich vermute, wir werden die gleich brauchen. Um uns die schicke kleine Kettensäge zu bauen. Ring, ring. Wir haben die jetzt mal aufgeräumt. Haben wir auch gleich wieder genug Biotreibstoff. Wo ist er? Kettensäge. Noch mehr Schrauben. Und mehr Eisenstangen. Gut, kriegen wir hin. Zack. Machen wir noch ein paar Schrauben. Zack. Und dann brauchen wir noch mehr Eisenstangen. Schön doof. Ich glaube, davon setze ich noch eine Produktionsstrecke an hier. Das geht mir alles zu langsam. Ich meine, Eisenplatten haben wir jetzt wirklich en masse, aber Eisenstangen ist noch so eine Sache. Das reicht mir so nicht. So, Kettensäge. Und zack. Geilo. So, zeig her das Baby. Ring, ring. Okay, die braucht Biotreibstoff. Okay. So, mit dir fangen wir an, mein Freund. Und weg damit. Oh, da ist mehr verschwunden, als ich dachte. Ja, dann wird der Wildwuchs hier leider noch mehr die Biege machen müssen. Wow. Sauer. Zack. Hat sich ausgegrünt. So, wo ist denn hier noch was im Weg? Hier war doch noch viel mehr. Goodbye, Grünzeug. Das finde ich ja noch ganz angenehm. Aber hier, den ganzen Scheiß brauchen wir nicht. Weg damit. Zack.
Oh, ob ich den ganzen Baum abnehmen kann? Ja, yeah, gönn dir hart. Zack. Ordentlich Holz. Und das ganze Grünzeug drumherum ist auch gleich weg. Das ist ja geil. Und weg damit. Denke, 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 denke. Wir machen Biotreibstoff. Zack. Und schon mal ordentlich Holz. Fast 50. Weg damit. Ihr steht dem Fortschritt im Weg. Ihr habt denn nichts zu suchen. Und weg damit. Uah, so schafft man Platz. Lobe ich mir. Oh, ich kann kein Holz mehr tragen. Ach nee. Ich muss dich anscheinend wegschreddern. Und nochmal den großen Kamm. Und die ganze Insel ist weg. Geilo Mariko. Das Ding räumt doch mal ordentlich auf. Zack. So, was ich jetzt aber eigentlich mal machen könnte, ist mal den Scanner rausholen. Oh, und die braucht gar nicht so viel Treibstoff, sehe ich gerade. Ich habe jetzt zwei irgendwie verbraucht, gefühlt. Das ist ja mal nix. Aber das Gerödel geht mir auf Dauer, glaube ich, ganz schön auf den Sack. Nehmen wir den Zapper. So, dann machen wir gleich mal ein bisschen Treibstoff hier. Wenn wir schon mal bei sind. Oh, wir haben auch ordentlich mehr Inventar bekommen, sehe ich gerade. Hat sich das auch schon mal gelohnt? So, und jetzt aus dem Holz. Das lohnt sich richtig. Rabimmel, ey. Und jetzt können wir ordentlich Biotreibstoff machen. Bisschen was behalten wir auf Tash. Ding, 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 ding. Ein Stack haben wir voll. Schauen wir zwei? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das wird wohl nix. Was ich mich frage ist, erhöht sich der Brennwert? Also hat ein Kanister mehr Brennwert als vier Biomasse. Oh. Unser nettes kleines Teil kommt wieder. So. Können wir hier auf jeden Fall erstmal ordentlich auffüllen. Komm mal her. Geht das? Ja, sehr schön. So, mit der neuen Biomasse werden wir dann erstmal wieder Kraftstoff herstellen. Kriegen dann den nächsten Stack voll und müssen noch ein bisschen was übrig haben für die Kettensäge. Jo, sauber, läuft. Dann kriegst du auch gleich Biotreibstoff. Und den Rest wandeln wir auch gleich um. Zack, zack. So. Das läuft doch. So, jetzt könnten wir mal gucken. Kalkstein. Wo wir das nächste Erz hätten. Ach, das wissen wir doch. 35 Meter. So, das ist das hier. Das wissen wir ja. Das ist ja da hinten. Siehst du? Das ist ja gar nicht so weit weg. Das ist ja... Haben wir nicht in der Richtung nochmal was? 300 noch was? Ich scanne mal nochmal. Das ist das hier. 300 noch was? 200 noch was? Nee, es ist... Könnte ich hier hinter eigentlich rumfahren? Hallo Hund. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir ziehen hier mal noch eine Mine hoch. Hui. Trevor. Und dann... Weg damit. Könnte ich eigentlich mit Fundamenten da gleich rüberbauen, damit das alles ein bisschen checker. Wenn wir schon mal dabei sind. Damit das hier auch alles schön einheitlich ist. Ich glaube, so viel Beton haben wir jetzt nicht mehr, deswegen füllen wir einmal auf. Zack. Oh, füllen ordentlich auf. Na komm. So.
Und dann können wir hier auch ordentlich ein Stückchen weiter bauen. Das ist doch auch affig hier, oder was? Naja, gut. Das ist mal scheiße. Ha! Kettensäge. Mach das nachher gleich. Ich räume hier erstmal ordentlich auf. Das ist eine Idee. Hund, du willst mich jetzt nicht nerven, oder? Oh! Oh, das ist ja cool. Jetzt kann ich tatsächlich mit dem Mausrad rum... Hau ab, Hund! Nein, du kriegst hier nichts. Eins, er ist meins. Mein Naschi. Zip. Dann haben wir das alles weg. Dich können wir dann mal Gelegenheit auch gleich mal abreißen. Und hier gehen wir, glaube ich, noch eine halbe Stufe runter. Fundamente, kleine Rampe. So, und dann können wir nämlich die hier drunter setzen und dann ist das eine Höhe. Sauber. Was eine Scheiße. So, nee, so. So, so, so. Krieg ich die Steine an die auch weg? In der Kettensäge? Ich meine, wäre ein bisschen dumm, aber hey. Irgendwas ist immer, ne? So, wir haben ja hier erstmal die erste Mine dann. So, das Förderband würde dann hier so rumlaufen. Ich müsste da also noch einen draufsetzen. Oder ransetzen. Und dann wird das außen um die... Ne, ist eigentlich auch kacke. Denn da soll ja irgendwann Kohleproduktion hin. Und die Kohlekraftwerke können tatsächlich beliefert werden mit Förderbändern. Das heißt, wir müssten mindestens zwei dran setzen. Besser noch drei. So. Jetzt können wir hier Rampen ran. Zack. Zack. Wisst ihr was? Ich ziehe mir die jetzt hier mal alle rein. Das nervt mich sonst zu sehr. Ey. Dann ist das nämlich die 0. So. Und das... Ah, fuck. Ist das frickelig, ey. So, so. Und du bist die... 8. So. Jetzt kommen wir da auch wesentlich schneller ran, weil das brauchen wir irgendwie gefühlt am meisten. Zack. Einmal zurechtgedreht. Den da drunter. Zurechtgedreht. Den da drunter. Ja, so viel zum Thema schnell. Ist ja alles relativ hier, ne? Jetzt brauchen wir aber nur einen Flachen. Zack. Und dann die 6. Dann ist das hier alles wunderbar. Weg damit, weg damit, weg damit. Gut. Weiter geht's. So. Jetzt haben wir erstmal das grob angeleiert. Jetzt brauchen wir die Höhe. Wir reißen hier das erstmal weg. Bau mal ab den Scheiß. Immer dieses freie Hacke, ja. Scheiß noch eins. So. Jetzt haben wir keinen kleinen Miner. Scheiße. Wir haben das Ding gerade weggerissen, mit dem wir das bauen können. Das ist ganz schön dumm. So. Komm her hier. Einmal den bitte. Zack. Dann kann das Teil wieder weg. Dann können wir hier eine Mine draufsetzen. Ach guck mal, jetzt kann ich hier wieder kleinschrittiger. So, machen wir so. Mittig ansetzen. Passt das? Passt natürlich nicht. Leck mich fett. Dann muss das wohl so sein.
Gut. Tja. Wird es Förderband? Da musst du mal kurz aussetzen. So, geht das hier lang? Das hier lang? Können wir das auch gleich vernünftig ausrichten? Zumindest zum Teil. So. Das läuft hier definitiv unten lang. Das wird auch so bleiben. Ups. Sollte richtig rumgemacht werden. So, und... So. Sehr schön, sitzt sauber auf. Dann können wir hier... Muss ja sowieso... Einmal volle Latte nach oben. Denn hier werden mehrere Fördermasten rankommen. Zack. Sauber, das passt sogar. Das ist ja herrlich. Ja, wie gewollt hier. Dann brauchen wir nochmal die Kettensäge wahrscheinlich. Jo. Weg damit. Lilu, gerade nicht. So, wieder in die Richtung. Mal gucken, wann wir hier aufeinandertreffen. Tun wir das noch vor diesem scheiß Stein? Eventuell. Wir kommen mit unserem Beton auch gerade so hin. Meine Fresse. So, jetzt überlege ich gerade, will ich den da ganz oben schon haben? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Machen wir es mal einmal so. Zack. Du gehst dahin. Na? Was ist hier los? So, du dahin. Und dann müssten wir einen noch... Na, jetzt fehlen mir echt Eisenstangen. Na, leck mich fett. Tete. Oh, hier läuft es tatsächlich gerade gar nicht. Zack. Einmal Eisenstangen holen. Dann komme ich hier wieder nicht hoch, wa? Geil. So, wo hatten wir die? Ganz hinten hatten wir die. Sind aber auch echt Laufwege. Langsam wäre nur ein Fahrzeug echt mal cool. Habe ich erwähnt, dass ich aufnehme? Okay. Ich habe auch kein Wort verstanden, weil ich Kopfhörer auf habe. Ja, wo waren wir gerade? Genau, jetzt haben wir wieder Eisenstangen. Das heißt, wir können jetzt da wieder Fließbänder hochziehen. Ich muss mir nicht durch dieses hässliche Kettensägengeräusch voll auf die Ketten gehen lassen. Das Kind wartet. Ach, das Kind wartet. Ja, das ist ja super. Dann, trifft es sich, dass die Aufnahme fast zu Ende ist. Dünn, dünn, dünn. Ja, erneut, werde ich mich jetzt ein bisschen ranhalten müssen, aber das ist gar nicht mehr der Wild. Wir sind ohnehin fast am Ende. Von daher machen wir uns da mal gar nicht den Schädel. Zack. Nach ganz oben. Na komm. Zack. Und na das. Zack. Gleich weiter. Hier machen wir das auch nochmal. Ich will das wenigstens bis da hinten jetzt noch haben. So viel Zeit muss sein. Zack, zack, zack. Ich rede schon wieder wenig, weil ich mich konzentriere. So ist das, wenn es schnell gehen muss, ne? Und dann bleibt das eigentliche Anliegen auch gerne mal auf der Strecke. Naja. So, eins. Zwei. Drei. Und so. Jetzt müssten wir auch schon hier rankommen. Eins.
2. Und 3. Und das gleiche machen wir hier oben noch. Und damit werden wir dann auch die Folge beenden. So, da muss es hin. So. Na komm. Und so. Und dann, zapp, zapp, haben wir eine neue Eisenstrecke bei uns zu Hause. Ist doch super. Es wächst und wächst. Ne? Wir sparen uns jetzt mal, das da hinten hinzubringen. Ne, wir haben unten noch ein Fältchen frei. Werde ich das dann noch anbauen? Nee, aber wir können auf jeden Fall Förderbänder drunter durchziehen. Und können dann hier trotzdem unsere Kohlewerke antreiben. So, und damit gucken wir wieder wunderbar in den Sonnenuntergang. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Like gerne, Abo gerne und ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass das Hundopuss, Hundopussy ein Abschlussfiepen mitgegeben hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer verschnupfter Ragnar Bertholdsson.